Hallo liebe Buschkrafter, ich habe mir gerade ein bisschen was zu futtern gemacht, habe ein bisschen probiert, ne? Habe hier mal wieder so ein Zweitab-Setup ausprobiert, dachte ich, das zeige ich euch mal. Natürlich kann man hier überall so noch weitere Abspannmöglichkeiten, das gegen stärkeren Wind, als es heute ist, das noch etwas steifer abspannen, aber so kann man das, glaube ich, schon mal demonstrieren. Ich habe wieder meine beiden großen Experimentierstangen, 5,22 Meter. Ne, und ihr seht hier, ne, in der Mitte habe ich auch eine Stange, da könnte man theoretisch das Ganze auch einfach nur aneinander binden. Aber so kriegt man das schön gut auseinander. Man muss es eben nur am Ende hier sozusagen einspannen mit so ein bisschen Schnur. Und auf der anderen Seite natürlich genauso. Ne, ihr seht es, so hat man auch wieder eine Länge von 6 Metern. Ich habe euch ja schon mal so ein 6 Meter Tab gezeigt. Nur hier hat man eben sozusagen mehr Wetterschutz von oben. Ne? Dafür sind die Seiten dann eben offen. Aber da kriegst du dann auch wirklich eine ganze Wandermannschaft unter. Wenn man irgendwie jetzt, was weiß ich, einen Tag im Regen draußen verbringen will, muss, dann ist man auf jeden Fall mit sowas hier sehr bequem bedient. Ne? Ihr seht ja selbst, wie viel Platz das ist. Ne? Also ihr habt da fast eine Grundfläche von, also es sind unten 3 Meter ist es breit. Ne? Das Tab ist fast gerade, also könnt ihr sagen 6 Meter mal 3 Meter. Ne? So viel ist das. Ne? 18 Quadratmeter. Ne? Oh, ich sitze hier vorne, weil ich wollte ein bisschen Licht haben. Ne? Aber und wenn man eine Schnur so macht, das geht aber hier in der Mitte natürlich nicht, ne, dann kann man hier auch ein bisschen so da eine Lampe zwischenklemmen, für mal so eben, wenn man nicht, ne, weil die ist eigentlich viel andersrum und so. Aber geht alles. Ne, so. Ja, ich glaube, das reicht, das war's.